Naja. Bleib dicht hinter mir und tauch nicht so schnell nach unten. Wohin genau wollen wir? Etwa zur Hälfte der tiefsten Stelle. Dort ist es pechschwarz, aber es gibt kaum Strömung. Sollte sicher sein. Oh, guck mal, eine Autobahn. Weißt du die genauen Koordinaten? Nein, wozu? Ich bleib einfach in deiner Nähe. Okidoki. Jetzt überleg mal. Wird es bedeuten dir mehr als nur das schnelle Geld, hm? Natürlich. Denk an Gemälde, Songs. All das soll menschliche Gefühle ansprechen. Stimmt. Das war mal eine Autobahn. Kreativität. Genau. Kunst ist ein Behältnis. Ein Auslöser für Gefühle. Und wie dies sind Gefühle in Reinform. Jetzt überleg mal. Hier ist eine Autobahn unter Wasser. Die ist versunken. Durch den Damm. Da wären wir. Schwimm her und sieh mich direkt an, okay? Jo. Sehr gut. Super, das Signal ist stabil. Jetzt nur noch ein paar Basischecks. Ich muss die Ausrüstung kalibrieren. Zuerst die Bewegungssensoren und das Aufnahmezeug. Schwimm mal im Kreis um mich herum. Sehr gut, das hat geklappt. Jetzt hier, Herr V. Jetzt? Soundcheck. Ich summe ein Lied, du sagst mir, welches es ist. Pass auf. Aber ich höre dich super. Wir brauchen einen breiteren Klangbereich. Es muss perfekt sein. Den Song kenne ich nicht, aber ich habe dich gehört. Es klang so. Okay, alles synchron und abgestimmt. Okay, das sollte reichen. Was jetzt? Gleich kriegst du was zu sehen. Achtung. Und jetzt gut festhalten, okay? Okay. Ab nach unten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Okay, da hinten ist irgendein Turm. Ich schätze mal so ein Signalturm oder sowas. Eine. Holy shit. Also, beeindruckend, oder? Das ist ja. Das ist unglaublich. Was ist das? Unser ganz eigenes Atlantis. Der Ort hieß Laguna Bend. Noch vor 15 Jahren wohnten hier Menschen. Ja, ich erinnere mich. NCDM Limited wollte einen Damm bauen. Die Leute protestierten. Der Rest ist Geschichte. Häuser, Spielplätze, alles verloren. Du hast irgendeine Bindung zu diesem Ort, oder? Allerdings. Ich bin hier aufgewachsen. Ich war nicht hier, seit Laguna Bend von der Karte verschwand. Allein der. Warum zeigst du mir das? Ich brauche die richtigen emotionalen Reaktionen. Ich habe das Gefühl, das wird perfekt für mein Experiment. Das ist perfekt. Warum ist das hier so perfekt? Weil ich hoffe, dass du all die ungefilterten Gefühle aufnimmst, die der Ort in mir hervorruft. Ob du willst oder nicht, du wirst darauf reagieren. Das will ich festhalten. Klingt Nova. Tun wir's. Ich habe diesen Moment der Rückkehr so oft im Kopf durchgespielt. Hat Jahre gedauert, ehe ich den Mut fassen konnte, herzukommen.
Warum warst du nicht schon früher hier? Gute Frage. Ich würde ja sagen, ich hatte keine Zeit, keine Ausrüstung, die Sterne standen falsch. Aber die Wahrheit ist, es fühlte sich komisch an. Wenn man mal bedenkt, ne? Im Grunde eigentlich eine ganze Stadt unter Wasser. Ne? Wie sie so schon sagt, das eigene Atlantis. Holy shit. Das muss man sich mal geben. Ne? Das sind richtige Häuser mit Stromleitungen und alles. Und das ohne. Ne? Oh, da liegt noch was. Sorry. Aber ich Close Diner, bester Laden der Stadt und der einzige. Suche Judy's Haus und an deiner Hinweise. So fettig und groß. Jetzt weiß ich das. Aber früher waren sie das Beste, was ich je zwischen die Zähne kriegen konnte. Suche bei Judy's Haus und an deiner noch Hinweisen. Ja, das sind. Ne? Nee, da komme ich natürlich nicht rein. War ja klar. Und nebenan habe ich gewohnt. Zusammen mit meinen Großeltern. Aber sag Bescheid, wenn du weiter willst. Ach so. Sieht aus, als hätte das mal zu deinem tollen Diner gehört. Lass mal sehen. Deine Kindheit hat nach gegrillten Marshmallows geschmeckt. Waren immer angekugelt, aber das hat dich nicht gestört. So ist das Nomadenleben. Man darf beim Essen nicht mäklich sein, sonst isst man nie. Außerdem schmeckt alles besser, wenn es ein bisschen angebrannt ist. Komischer Ort für ein gerahmtes Bild. Das Wasser hat es bestimmt aus einem Haus geschwemmt. Kann man was erkennen? Nein, nicht wirklich. Ich hab hier was. Sieht aus wie eine alte Kamera. DPI 350. Echte Antiquität. Gefällt sie dir? Dein Ernst? Die ist großartig. Hier, nimm die Kamera. Ist bei dir gut aufgehoben. Setzt sonst nur Algen an. Wow, danke. Was war mit deinen Eltern? So. Einen Dad gab's nie. Und Mom starb, als ich noch klein war. Erinnere mich kaum an sie. Hab noch ein Foto von ihr, aber ich sehe eine Fremde darauf. Judy hat Läuse, zu Hause frisst die Mäuse. Alvarez ist so arm, die kann sich nicht mal Eltern leisten. Was war das? Diese Stimmen. Stimmen? Außer dir habe ich nichts gehört. Hockeyschläge? Gab's hier eine Eisbahn? Schön wär's. Wir haben auf Rollerblades gespielt. Genug gelabert, Alvarez. Wegen dir verlieren wir noch. Komme! Die sind so gut wie erledigt. Also, willst du mit mir gehen? Sorry, ich muss los. Die rufen mich. Wie war das bei deinen Großeltern zu leben? Wie waren die so? Okay. Mein Opa hatte es mit technischen Dingen. Hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und hat mir Geschichten erzählt. Das war nie langweilig. Meine Oma war temperamentvoll. Eben noch wütend, dann kalt wie Stahl. Oh, nett. Wo sind deine Großeltern hin? Nach Night City? Ja, für ein paar Jahre. Hatten die Wohnung gemietet, die jetzt mir gehört. Aber sie haben es gehasst. Sind nach Oregon gezogen. Ich fahre sie manchmal besuchen. Oh. Lass uns weiter schwimmen. Aye, aye, Captain. Mir nach. Alles klar. Aber interessant, dass wir jetzt Kinderstimmen aus, ich vermute mal jetzt, ihrer Vergangenheit Suchen hören. Suchen wir hier irgendwas Bestimmtes? Nein, aber umsehen können wir uns trotzdem. Ist doch schön ruhig hier. Fast als wären wir jenseits von Raum und Zeit. Wie in der Schneekugel. Mal sehen, was wir noch so alles finden. Auf jeden Fall Desinfektionsmittel. Ich kann mir nichts vorstellen, dass in einer Unterwasserwelt so viel am Platz ist. Wasserflaschen? Touché, Judy. Touché. Stimmt, Regenschirm. Schwierig.
Ich verstehe nicht, wie man ausgerechnet sein Auto zurücklassen kann, wenn man zügig verschwinden muss. Hey, was denkst du denn, wie alt ich bin? Die Schrottkarren haben 50 Jahre auf dem Buckel. Die standen hier schon, als ich noch ein Kind war. Sahen damals genauso aus. Aber waren eine echt gute Deckung beim Max-Tag und Psychos spielen. Okay. Oh, dass ich immer wieder vergesse ich, dass ich die Dings hab. Dass ich das beides nicht gleichzeitig zimmern darf. Ja, die gehört dir nicht? Armes Ding. Liegt hier ganz allein seit 20 Jahren. Ist also doch deine? Nein, sie gehörte Jenny Chapman. Du hast ihre Puppe geklaut? Als ob. Nur versteckt. War ein Monster. Versteckt? Warum? Weil ich fand nur Loser spielen mit Puppen. Eigentlich wollte ich nur, dass sie mich beachtet. Damals, als Puppen nichts als Spielzeug für Kinder waren. Ich will wissen, was noch auf uns wartet. Na dann komm, ich will dir was zeigen. Fühlt sich echt komisch an, hier durchzuschwimmen. Wo du früher gerannt bist, wo sich dein Leben abgespielt hat. Kannst mir vorstellen. Oh, da liegt noch was, da liegt noch was. Die Kirche sieht aus wie früher. Die war schon immer alt und sah aus wie von Aliens erbaut. Und die Glocken hatten Risse, klangen voll gruselig und irgendwie schief. Komisch, bis eben hatte ich das vergessen. Kann ich sie beinahe hören. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich höre die Glocken auch. Echt? Du hörst meine Erinnerung? Vielleicht eine Nebenwirkung? Verschlossen. Schade. Vielleicht führt ein anderer Weg rein. Versuchen kannst du's. Also hier kommen wir ja nicht. Ich war nie wirklich hier. Ich hab die Kirche nie richtig bemerkt. Sie war einfach nur da. Und das? Was ist das? Oh, das gibt's ja nicht. Du hast das Herz von Laguna Bend gefunden. Der wertvollste Stein in ganz Kalifornien, vielleicht sogar der Welt. Dafür könntest du Arasaka und Militech kaufen. Ernsthaft? Nein, keine Ahnung, was das ist. Wow. Da baitet sie uns einfach. Gucken wir mal uns ein bisschen außenrum lang. Ne? Erstmal außenrum gucken. Kann ich mich hier durchquetschen? Nein, schade. Durchquetschen geht nicht. Über die Glocke, natürlich. Oder hier durch. Hier ist eine Öffnung. Ich glaube, da können wir durchschlüpfen. Schon unterwegs. Ach, sie kam durchs Dach. Aber mal dagestanden und dachte, was dem Padre wohl durch den Kopf geht, wenn er all die Leute ansieht. Hab mich gefragt, wie er die Gedanken der Leute liest. Weil er alles über sie wusste. Ich hab geschrien wie am Spieß, um die Akustik zu checken. Der Empfang wird immer schlechter. Ich höre dich laut und deutlich. Alles okay? Ah! Ist wieder ein Relic? Wie? Bitte!
ein Relic. Oh, Gott sei Dank. Angriff. Du lebst. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Ich habe gerade was Komisches gehört. Klang wie Nörgelei. Nörgelei? Was Besseres fällt dir nicht ein? Du hast es gehört? Krass. Das ist noch nie passiert. Aber keine Sorge, das ist nur Johnny Silverhands Konstrukt. Du hast ihn gehört, nicht mich. Johnny... wer? Erinnerst du dich an den Relic? Der Grund für den Scheißjob? Johnny Silverhands Digipsyche war da drauf und... naja, seitdem macht sich seine Persönlichkeit in mir breit. Sein Verstand überschreibt quasi meinen. Scheiße, wie? Heißt das, du verschwindest? Kannst du es aufhalten? Die alte Leier. Ich hab eine Idee, aber keine Ahnung, ob sie funktioniert. Oh, die Aufnahme ist noch an. Ups. Also die Dingsaufnahme. Du solltest lieber noch nicht in die hier. Stadt zurück. In-game. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Bleiben? Wo denn? Ja. Warum eigentlich? Warum nicht? Nicht. Wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Okay. Da ist noch was. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Wie trinkst du dein? Schwarz, gar nicht, würde ich sagen, aber... Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Wie gesagt, eigentlich gar kein Kaffee. Wenn man es ganz genau nimmt. Hab den Generator vergessen. Generator? Was noch? Whirlpool? Finnische Sauna? Nein, aber wir haben fließend Wasser. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Tür da. All diese Leute aus der Stadt. Echt deprimierend. Die meisten Nomaden kennen solche Geschichten. Und alle fangen gleich an. Mit Vertreibung. Wir haben Strom. Bei diesem Spiel dein kleines Spa ist jetzt eröffnet. Sei vorsichtig. Sicher doch. Judy? Judy? Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Ach du Scheiße. Denkst du an Evelyn? Das Clouds ist am Ende. Die Tiger Claws haben sich wegen Hiromi und den anderen gerecht. Gab eine Schießerei. Tom ist tot. Roxanne hat gerade so überlebt. Der Laden ist vorerst geschlossen. Will nicht drüber reden oder nachdenken. Ich wollte es dir nicht sagen, damit du nicht denkst, ich mach dir Vorwürfe. Wie kommst du drauf, ich könnte das denken? Weiß nicht, ich... Lass uns das Thema wechseln. Ich...